die anderen sind schon draußen. Wir sollten auch ein bisschen... Alter, sind die schnell. Jo. Die sind schon da vorne, du. Ja, wir sollten mal so ein bisschen schneller juchten. Naja, ich hab sie gleich eingeholt. Ja, wieso? Ja. Passiert dann sonst was? Machen die für die führen das von selbst dann aus, ja? Nein, sozusagen nicht so ganz. So, jetzt stehen sie auch hinter uns. Okay. So, oh, jetzt können wir wieder mit ihr reden. Meine Herren, ich bin erstaunt. Sie haben da so viele Männer, Guldemakal. Was hat der Aufmarsch hier zu bedeuten? Wir wollen mit Ihnen auf den Erfolganstoß. Er hat eingewilligt. Er wird oder die Konzession bewilligen. Daher möchten wir mit Ihnen darauf anstoßen, meine Liebe. Er hat eingewilligt und wir wollen daher mit Ihnen darauf anstoßen. Nicht wahr, Guldemakal? Ich nehme mal das Allerunterste, wo ich dann zum Schluss den Ghoul anspreche. Jawohl. Oh ja, und wenn Sie ablehnen würden, Hanari, würde mich das wirklich sehr wütend machen. Schöne Falle. Und wir wollen Ihnen etwas von dem Kanar anbieten, meine Liebe. Das ist doch nicht nötig. Ich habe mein Getränk, meine Herren. Außerdem ist Kanar nicht nach meinem Geschmack. Oder wollten Sie eher sagen, dieser Kanar ist nicht nach Ihrem Geschmack? Ich denke, einen Schluck können Sie doch nehmen. Der gute Makal besteht drauf, nicht wahr? Der Makal, ich bin wieder das Unterste. Das Unterste. Ja. Oh ja, und wenn Sie ja ablehnen würden, mit mir einen Schluck Kanar zu trinken, dann würde mich das sehr wütend machen, Hanari. Hat man dich gerade schon? Ja, und also müssen wir sagen, oder wollen Sie eher sagen, dass dieser Kanar nicht nach Ihrem Geschmack ist, ne? Okay, gut, dann nehmen wir das. Was wollen Sie damit andeuten, Admiral? Ich frage mich, weshalb Sie diesen Kanar ablehnen. Dann nehme ich jetzt das erste, ja. Ich verabscheue Kanar. Sein Aroma ist nicht nach meinem Geschmack. Daher werde ich mit einem anderen Getränk anstoßen, Admiral. Ich denke, ein Schluck Kanal könnte ihn doch nehmen und der grüne Makel besteht darauf, nicht wahr? Dann denke ich, kommen wir wieder da hinten hin. Aber ein Schluck Kanal wird sie doch nicht gleich umbringen, meine Lieben. Natürlich nicht, aber... Kein Aber. Nun nehmen Sie schon. Nur hält ihr das Glas hin, ne? Jawohl. Was soll das, Admiral? Ich offerierte Ihnen bereits mehrfach, dass ich keinen Kanar trinke. Blub. Und nun kommt LH. Oh. Hier, ich bringe Ihre Bestellung, Frau Hanari. Der Barmann LH stellt ein Glas Kanar hin. Und was ist das? Ich dachte, Sie trinken keinen Kanar. Nun, Admiral, guter lieber Admiral, das missverstehen Sie jetzt ein wenig. Ja, da gibt es... Ist gut, Admiral, jetzt übernehme ich das. Er wendet sich zu Hanari hin und hält ihr die Flasche Kalesterkanar hin. Ich würde Ihnen jetzt raten zu singen wie ein Vogel, bevor ich meine Geduld verliere. Wir wissen, dass diese Flasche vergiftet ist. Sehen Sie mich an, wenn ich mit Ihnen rede. Also, weshalb wollten Sie mich vergiften, Hanari? Schon gut, kein Grund, grob zu werden. Ja, der Kanal ist vergiftet, aber ich musste es tun, weil mein Geschäftspartner, dieser Obrax, mich dazu zwang. Es war seine Idee, wirklich. Er macht Geschäfte mit dem wahren Weg und er hat hier im Lager eine Lieferung für Sie. So viel wie ich weiß, sind das Bomben, wie er sagte. Aber wofür der wahre Weg sie benötigt, entzieht sich meiner Kenntnis. Bomben? Das werde ich gleich überprüfen. Ja, machen Sie das. Ich bleibe hier bei ihr und unterhalte mich noch ein wenig. Mal sehen, was sie noch, mal sehen, was ich noch so erfahren kann. Ja, ist gut. Hanari, wie gelange ich ins Lager? Sie können meinen Zugangscode verwenden. Dieser lautet 1240. Gelangen Sie ins Lager und stellen Sie Obrax zur Rede. Gut, danke. Ja, und hier sieht man jetzt natürlich auch diese hübschen Kalasianer. Cool. Aber die hätten die jetzt den Dialog aufploppen lassen alleine? Nee. Die hätten sich nur dahingestellt, ne? Nee, eigentlich anders. Wären wir jetzt zu spät gekommen, wären die hier noch weiter rumgewandert und erst wenn wir da hinkommen, leider geht das nicht anders zu machen. Man muss, also erst wenn wir da hinkommen, kann man sozusagen diese Bewegung beenden. Ach so, gut, aber es wäre jetzt tatsächlich nicht entscheidend schlimm gewesen, wenn wir jetzt uns hier, was weiß ich, noch eine halbe Stunde rumgeguckt hätten, oder?
Nö, nö, dann werden die hier andauernd Ja, dann lasse wandern, alles klar. Gut, da haben wir die. Da ist schon die Konsole. Dann kannst du das mal machen. Warte mal, ich wechsle schon mal die Waffe. Hilf. Ach, da. Oh. Besiegen Sie die Truppen des wahren Niemals Weges. nicht. Ja. Oh, die werfen auch gleich mal ganz hübsch Bomben hier. Warum sind da so viele? Alter. Ja. Naja, so ein bisschen. Scheiße, wieso ist der medizinische Generator direkt? Ja, und ich darf erstmal mich flach Hm, legen. ich auch. Wir sind quasi Stereo gestorben. Ja, wusste schon, warum ich das hier zücke. Alter, halten die mich sofort fest. Ja. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ich lasse nur gerade bisschen was von oben regnen. Ach so, cool. Aber sind schon ein paar tot. Naja. Aber immer noch nicht alle. Hilfe, Hilfe. Boah. Krieg ich aber jetzt gerade gar nichts geschissen, ne? Ja, ich glaube, ich muss respawnen. So. Ich weiß, was ich noch hole. Ein paar Leute zur Verstärkung. Habe ich mir auch gerade geholt. Sind wir ein paar mehr hier. Ach ne. Steht denn hier wieder so ein Schild? Hast du das immer noch nicht rausgenommen? Anscheinend nicht, ne. Schäme dir, schäme dir. Und ich liege flach. Gucken, ob ich dich wieder krieg. Lol. Ach du Scheiße, ja, warte mal, dann muss ich mal kurz auf meine. So, jetzt ist das Ja, hier das, freier. ich muss gestehen, das andere Schild habe sogar ich aufgestellt. Ja, Auch geil. auf den falschen Knopf hier drücken. Aber man kommt ja noch durch. Ja, das ist gut so. Hoppala, erstmal. Alter. So, den habe ich auch gleich hier weg. Ah, wo sind denn hier noch Bei welche? mir. Ah. Aber so viele dürften das jetzt nicht mehr sein. Nee. Ich glaube noch dieser eine hier, ne? Ja. Aber der dürfte jetzt gleich weg sein. Ja. Jawohl. Hi. Das passt doch. So, jetzt sind hier ein paar Kisten weggebeamt worden gerade. Okay. Jetzt kommt. Sir, die Cardassianer haben die Kisten auf ihr Schiff gebeamt. Eine scheint noch übrig geblieben zu sein. Ich schlage vor, dass wir diese untersuchen, Admiral. Untersuchen Sie die letzte cardassianische Jo, Kiste. das denke ich auch. Ah, das sollten wir mal schnell machen. Was macht der denn hier? Da der Ferengi da vorne. Ja, das ist Obrax. Ach, so. Echt Ach, jung? stimmt, Ja, ja. wollte doch gerade was verkaufen, ne? Naja. Tja, da sind Bomben drin, wie die Clubbesitzerin sagte. Obax wollte anscheinend Bomben an den wahren Weg verkaufen. Was haben die nur mit den Bomben vor? Vielleicht kann uns Obax das beantworten. Wir sollten mit ihm mal reden, Sir. Sprechen Sie mit Obax. Denke auch, dass wir das machen sollten. Bin gespannt, was er uns erzählt. So, jetzt kann man auch die Waffen wieder wegstecken. So, mit Obax reden. Diese Kanasianer haben mich um meinen Profit betrogen. Obrax schaut hoch und bemerkt euch. Er versucht zu fliehen, aber im letzten Moment kannst du ihn festhalten. Halt nicht so schnell, mein Freund. Genau. Oh, nun, ich denke, ich habe keine große Wahl, als zu reden, schätze ich. Ja, das schätze ich ebenso. Nun, ich habe mit vielen Geschäfte gemacht, nicht nur mit dem wahren Weg. Oh, jetzt dein Schiff. Saus der Kota an Rasur. Können Sie mich hören? Ja, Brücke, ich kann Sie hören. Was ist denn los? Sir, eben hat eines der Frachtschiffe das System verlassen. Es hat was vom Club her hochgebeamt und nun hat es sehr eilig gehabt. Hatten die sehr ehrlich gehabt. Habe verstanden. Wissen Sie, welchen Kurs die eingeschlagen haben?
Sir, nach unseren Daten hat der Frachter Kurs auf das Maro-System genommen. Alles klar. Bleiben Sie auf Empfang. Ich melde mich gleich wieder. Okay, habe verstanden, Admiral. Saus der Grote Ende. Und nun darfst du noch die Antwort geben. So, nun Obrax, was will der wahre Weg im Maro-System? Ich muss sagen, mein Gedächtnis ist nicht so das Beste, besonders da meine Verluste so... Der will jetzt noch Profit machen. Alter, Oros, wenn ich nicht sofort reden, werde ich sie dafür sorgen, dass das Gedächtnis sehr viel Zeit hat. Wenn sie nicht bis ihre Lebensende Gefängnis probieren wollen, rate ich ihnen zu reden. Das würde ihr Gedächtnis verbessern. Nee, komm, also mit dem verhandle ich jetzt hier nicht. keine Chance. Ich nehme das Oberste. Das Oberste, gut. Schon gut, schon gut. Ich habe ja verstanden, Föderation. Ich rede ja schon. Also, der wahre Weg will verhindern, dass ein Friedensvertrag zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich zustande kommt. Daher planen die ein Attentat. Wenn der Plan scheitert, wollen sie es dem Taishia unterschieben. Wenn nicht, sollen die Klingonen denken, dass das eine Falle der Föderation war. Was ich nicht verstehe, was der Taishia vorhat. Sie haben doch ihre Mine an ihn verkauft. Oder wo will der wahre... Wo will der wahre Weg die Bomben platzieren? Ja, eigentlich ist das schon interessant. Er hat da tatsächlich die Mine an den verkauft. Ja, aber auch Willi an den Talschea, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Doch, das war ja im ersten Teil so. Stimmt, ja. Also die Romulaner hat er ja verkauft. Ja, stimmt, die sind ja da runtergebeamt, genau. Ja, das fragen wir uns erstes Mal. Der Taishia, die wollen ebenfalls verhindern, dass ein Friedensvertrag zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich zustande kommt. So, was haben die nun vor und warum brauchten die dazu ihre Mine? Wir fanden eine Aufzeichnung, wo der Romulaner mit einem Senator sprach. Was wissen sie darüber? Das ist die Ergänzung, die ich gemacht habe. Genau, die ja leider im ersten Teil noch nicht in dem Video mit drin vorkommt. Das sind dann die kleinen... Easter Eggs in deiner ersten Mission, die dir dann erfahren, die die nachträglich spielen, die Mission. Genau. Ich fange gerade trotzdem, was sie mit der Mine vorhaben. Also das Erste. Ja. Mhm. Die werden ein paar ihrer Agenten schicken, die ihren Präsidenten direkt töten sollen. Der Verdacht soll dabei auf die Klingonen fallen. Sollte das schief gehen, wollen die Romulaner das den wahren Weg in die Schuhe schieben. Meine Mine wollten die nur zur Ablenkung haben und haben dort das Ketrazell weit platziert, als Beweis, dass der wahre Weg hinter dem Attentat steckt. Okay, das ist nicht unschlau. Arbeitet Deutscher mit dem wahren Weg zusammen? Wie gelangt der Deutscher an den Präfixcode? Wir wissen von fingierten Notruf. Wo will der wahre Weg die Bomben platzieren? Ich habe nun genug gehört. Ja, mit dem Präfixcode, das interessiert mich auch. Okay. Das weiß ich nicht. Der Taishia hat wohl Agenten eingesetzt, um an diese Information zu kommen. Aber was ich aber weiß, ist, dass man sie darin hineinziehen wollte und wenn der Anschlag scheitert, entweder den wahren Weg belasten würde oder es als Intrige darstellen wollte, in der sie mitverwickelt wären. Der Taishia will sich wohl mehrere Optionen offen halten. Denn wenn bekannt würde, dass der Taishia mitbeteiligt wäre, dann wäre zu befürchten, aus Sicht des Taishia, dass die Föderation noch stärker gegen sie mobil machen würde. Dafür hat wohl der Taishia offensichtlich nicht mehr die Ressourcen, um zwei übermächtige Gegner wie die Föderation, das Klingonische Reich, zusammen bekämpfen zu können. Klingt logisch. Gut, wo will der wahre Weg die Bomben platzieren? Die wollen die Bomben auf Maro 7 platzieren, wo die Verhandlungen stattfindet. Wo genau dort, weiß ich nicht, Föderation. Wie viele Bomben wollen sie legen? Die haben immerhin 8 Kisten mitgenommen. Die wollen den ganzen Komplex sprengen. Und sie sind gerade mit einem Frachter unterwegs. Jede Kiste enthält 2 Bomben. Und woher wissen Sie das überhaupt alles? Die dritte Antwort. Genau. Oh, ich weiß eine Menge. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, meine Geschäftspartner abzuhören. Denn so erfährt man einiges, was diese einem nie erzählen werden. Und meine Geschäftspartnerin Hanari weiß vieles. Und von ihr weiß ich,
vom geplanten Anschlag, den der wahre Weg vorhat. Und ihre Geschäftspartnerin wollte eben einen Anschlag auf einen Ghoul anhängen. Wie? Der Hinterhältige? Nun, ist aber gut. Sagen Sie mir auch die Wahrheit, du ziehst ihm an den Ohren. Das tut weh. Ja, ja, ich sage die Wahrheit. Wirklich, ich sage die Wahrheit. Jetzt waren wir noch nicht gefragt mit der Aufzeichnung, ne? Genau, ja. Da haben wir natürlich jetzt keinen Bezug zu, aber wir fragen das trotzdem nochmal. Okay. Der Romulaner, der die Mine kaufte, wollte unbedingt ungestört ein Gespräch führen. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, alles, was wichtig sein könnte, aufzunehmen. So erfuhr ich, dass der Romulaner im Auftrage handelte. Aber wer dieser Senator war, mit dem er sprach, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber die Information reichte mir, um den Preis ein wenig in die Höhe zu treiben. Okay. Gut, aber jetzt haben wir die beiden Optionen, die hatten wir eigentlich schon. Was haben Sie? Woher wissen Sie das alles und was haben die nun vor? Warum brauchen wir die Mine? Aber das hatten wir ja eigentlich schon gelesen. Also fangen wir an mit, woher wissen Sie das alles? Oh, ich weiß eine Menge und das hatten wir schon. Den Gesprächspartner, den Ghoul anhängen. Jawohl, jetzt kommen wir wieder zurück. Ich habe nun genug gehört. Können wir auch noch anklicken. Genau, das tun wir jetzt. Ich habe nun genug gehört. Tja, was sollen wir nun mit Obrax machen? Der? Nun, den lassen Sie gleich nach unserer Zelle beamen. Ich muss aufs Schärfste dagegen protestieren, Föderation. Ich habe nichts verbrochen. Soll ich Ihnen dies wirklich aufzählen? Sie werden lange in einem Gefängnis sitzen. So? War das nicht gemeint? Vielleicht können wir uns ja einig werden, Föderation. Sagen wir 5 Barren? Nein, wie wäre es mit 20 oder 50 Barren? Schafft ihr mir aus den Augen, bevor ich mich vergesse. Mit dem größten Vergnügen, Sir. Die Clubbesitzerin hat bestimmt hier ein Büro. Wenn wir an ihre Daten kommen, dann könnten wir vielleicht sehen, was sie weiß. Eine gute Idee. Obax, wo ist das Büro der Clubbesitzerin? Wenn ich Ihnen das sage, können wir dann ins Geschäft kommen. Schon gut, schon gut. Sehen Sie mich nicht so böse an. Ich verrate es Ihnen, ja. Es ist gleich hier vorne. Die Tür dort geht zu Ihrem Büro. Danke. Nun können Sie ihn wegschaffen. Aus dem Team an... Aus Dakota. Beamen Sie Obrax direkt in eine Gefängniszelle. Warte dafür. Hier ist Haus Dakota, wir haben verstanden aus dem Team, wir haben Obrax erfasst und beamen ihn rauf. Haus Dakota. Sir, der Gefangene wird jetzt rauf gebeamt. Wir können jetzt fortfahren. Gelangen Sie in das Büro der Clubbesitzer. Jo, dann mal los, mir nach, Leute. Ja, und schon ist er weg. Cool, ja, das finde ich gut, dass es dann auch wirklich passiert. Das ist schön. Ja. Ja. So, jetzt mache ich mal Bürotür öffnen. Und offen ist sie. Nettes kleines Büro. Oh, klein, fein, fleißig. Zugriff auf die Konsole verschaffen. Jawohl. Sir, diesen Daten zufolge wusste die Clubbesitzerin Bescheid. Sie hatte sogar aktiv den wahren Weg unterstützt und ihnen Informationen verkauft, wie sie an die Bomben kommen können. Diese Aufzeichnung zufolge hatte sie den Kontakt zu Obrax hergestellt, Sir. Überspielen Sie die Daten auf unser Schiff. Schon geschehen, Sir. Wollen Sie den Geheimdienst davon in Kenntnis setzen und nur hell alles sagen? Tja, entweder du machst es oder folgst den Zweifeln und wir machen es nicht. Ja, Sie haben recht, nur können Sie mich hören? Nein, ich habe dabei ein ungutes Gefühl. Wir werden das nicht tun. Stimmt, ich mache den unteren Bereich. Nein. Genau. Ja, Sir, verstehe, was Sie meinen. Sie und dieser Agent Zeus kommen mir auch sehr seltsam vor. Gut. Ghoul de Makal, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Sehr gut. Du berichtest kurz, was du rausgefunden hast. Das habe ich eben auch schon alles von dieser Dame hier erfahren. Ich hatte ein nettes Gespräch mit ihr. Admiral, ich werde Ihnen helfen, Ihren Präsidenten zu retten. Sie könnten gut meine Hilfe gebrauchen. Außerdem würde das unsere Beziehung zur Föderation bestärken, was auch unser Departerat, wo ich Mitglied bin, wünscht. Ich nehme Ihr Angebot an, Ghoul de Makal. Sehr gut. Ich werde nun auf die Arena zurückkehren und ich schlage vor, dass Sie auf Ihr Schiff auch beamen. Dann werden wir zusammen nach Maro 7 fliegen und Ihren Präsidenten retten. Ja, so machen wir das. Ich bin froh, dass Sie uns helfen.
Nun, ich schulde Ihnen was. Immerhin haben Sie mein Leben gerettet. Die Clubbesitzerin nehme ich in Gewahrsam. Sie unterliegt kardassianischem Recht. Einverstanden. Obox habe ich in Gewahrsam genommen. Gut, aber nun sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Ihr Präsident schwebt in höchster Gefahr. Der Makal Ende. Begeben Sie sich auf die Source Dakota. Sie haben recht. So, und auf Schiffsbeamen. Ja, dafür. Genau. Ja. Moment, so. Ja, ach, jetzt muss ich wieder ausparken, wa? Ja. Siegen Sie die Stadt des Warenwegs. Ja. Wir können das System verlassen und den Frachter ins Maro-System verfolgen. Sehr gut. Öffnen Sie einen Kanal zur Arena. Kanal ist offen, Sie können nun sprechen, Sir. Ich rufe Gulde Makal. Können Sie mich hören? Ja, Admiral. Wir sind bereit und können das System verlassen. Wie ist es mit Ihnen? Wir sind ebenfalls. Sir, unsere Sensoren erfassen 4 weitere Schiffe, die in das System eindringen. Es sind Schiffe des wahren Weges. Und wir werden gerufen, Admiral. Dann lassen Sie mal hören. Auf dem Schirm mit denen. Hier Ghul Arkhat vom wahren Weg. Sie sind unerlaubt in kardassianisches Gebiet eingedrungen. Hier spricht Gulde Makal vom Departarat. Bin ich etwa auch unerlaubt in unser Territorium eingedrungen? Ihre Aktivitäten hier sind illegal. Und daher werde ich Ihr Verhalten nicht tolerieren und verhafte Sie. Feiner Zug. Wie? Lächerlich. Denken Sie wirklich, Gulde Makal, dass Sie mich einschüchtern können mit Ihren leeren Worten? Sicherlich nicht. Wenn Sie die verteidigen, dann werden Sie zusammen mit denen sterben. Bereiten Sie sich auf den Tod vor, denn viel Zeit haben Sie nicht mehr. Archaat, Ende. Nun, Edmund, anscheinend hatte der Frachter Verstärkung gerufen. Und die lassen uns nicht aus dem System. Ich schätze, wir müssen wohl oder übel gegen die bekämpfen. Aber ich stehe an ihrer Seite. Wir werden die schon zusammen besiegen, der Makal, Ende. Ihre Hilfe weiß ich sehr zu schätzen. Wir lauten Ihre Befehle, Sir. Besiegen Sie die Staffeln des wahren Weges. Alarmstufe Rot, Abfahrkurs eingeben, Phaserbänke auf meinen Befehl hin feuern. Genau, jetzt dürfen wir ausparken. Ja. Ich packe mal rückwärts aus. Mach ich auch grad. Nice. Ich schramm. Ja, bist du so dicht rangefahren? Jo. Ach, rückwärts bin ich weiß nicht. Rückwärts kann ich nicht lenken. Also ich lenke immer erstmal falsch rum. So, und jetzt schwuppdiwupp. Das ist doch mal hier. Oh, jetzt sind 2 Arenas da, ja, weil wir zu zweit spielen, sonst wäre da nur ein Schiff. Wie geil. Cool. Nämlich die Arena kämpft dann mit uns. Ja. Nice. Naja. Gut, wenn man die jetzt alleine spielt, sieht man wirklich nur eine. Ja, ja. Gut. Aber wir haben auch doppelt so viele Feinde. Also brauchen wir auch 2. Aber jetzt wirst du gleich mal mein Schiffchen mit in Aktion sehen. Was ich nämlich Schönes machen kann. Ich hole jetzt erstmal meine Shuttles raus. Und diese Verteidigungsplattform. Okay. Alter, was? Ich bin down. Oh. Alter, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Ja, ich bin auf 80%. Das ist auch ungewöhnlich. Alter! Aber ich habe auch einige Buffs, die sind gut. Ja, aber damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Jetzt muss ich erstmal. So, wo habe ich denn den ersten da? Bleiben wir mal ein bisschen auf Abstand. Alter. Ich hatte mal eben kurz den Nimbus geholt. Okay. Ja, die spare ich mir mal noch auf. Ja. Bombstart. Das geht hier hoch her, muss man sagen. Ja, allerdings. Oh, mein Schiffchen ist auch schon ganz schön.
Ey, jetzt bin ich nicht auf. Jetzt bin ich jetzt explodiert. Bist du geplatzt. Ja. Aber ich komme gleich. Oh, alles klar. Du hast ja immer noch die Unterstützung von ein paar Schiffchens. Zum Glück. Ja, ne? Kann ich euch gut gebrauchen, ne? Aber ich bin ja schon wieder da. Ja, die Galau-Klasse, die müssen wir auf jeden Fall... Ja, die habe ich auf jeden Fall schon mal im Visier hier. Ein Kreuzer, aber da sind ja noch mehr davon da. Ja, weil wir ja zu zweit sind, sind die natürlich doppelt vorhanden. Ist ja leider so. Alter, sollst du mich nicht in deinem scheiß Traktorstrahl festhalten? Ja, einer auch. Macht er auch gerade mit mir. Ja. Wow. Aua. Die feuern aber ganz schön was ab hier. So, der ist weg. Ja, Gott sei Dank. Oh, hat was fallen lassen. Ja. Oh ja. So. Das ist ja schön. So, jetzt haben wir es geschafft. Huch. Ja, wir konnten die feindlichen Schiffe besiegen. Wir werden von der Arena gerufen. Auf den Schirm. Arena an South Dakota. Dakota. Können Sie mich hören? Ja, gute Mikael, ich kann Sie hören. Haben Sie den Kampf einigermaßen überstanden? Ja, wir hatten zwar einige Schäden erlitten und mussten uns kurz zurückziehen, aber nun sind alle Schäden wieder repariert. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren und Kurs auf Maro 7 setzen. Da haben Sie recht. Wir setzen nun einen Kurs aus dem System. Demakal Ende. Wir auch. Sir, wir lauten Ihre Befehle. Verlassen Sie das System zusammen mit der Arena. So, setzen Sie einen Kurs aus dem System. Vollen Impuls. Beziehungsweise wir müssen in diesen grünen Kreis fliegen. Wieder. Da fliege ich ja eigentlich schon hin. Ja. Soll ich mal ein bisschen auf dich warten? Ja, mal sehen, was passiert. Jawohl, wir haben es geschafft. Sir, wir können nun ins Maro-System fliegen. Ja, nach Maro 7 Maximum Warp. Genau. Upp. Und ab die Post. Aber war auch mal schön. Das war jetzt geil. Wir sind ziemlich parallel daraus. So. Sir, wir sind nun unter Warp gegangen. Vor uns liegt Maro 7, ein Planet der Klasse M. Die USS Earth 1 ist im Orbit um den Planeten, sowie die IKS Kronos. Die Arena ist ebenfalls angekommen. Sie rufen uns, Sir. Öffnen Sie einen Kanal zu Jan. Hier, Gulde Makal. Wir sollten die Delegierten zuerst warnen, dass Attentäter ihren Präsidenten töten wollen. Wir sollten zuerst mit der USS Earth 1 sprechen und die Attentäter stellen. Ich würde Ihnen zu etwas anderem raten, aber ich kenne die Protokolle der Sternenflotte. Ich kenne die Protokolle der Sternenflotte für einen solchen Fall nicht. Ich helfe Ihnen so gut wie ich kann, Admiral. Demakal Ende. Das weiß ich sehr zu schätzen, gute Makal. Danke, dann folgen Sie mir. Wir lauten Ihre Befehle, kontaktieren Sie die USS Earth 1. Kurs auf die USS Earth 1 nehmen, Energie. Dann wollen wir mal. So, die ist nämlich da vorne beim Planeten. Jawohl. Ja, ja. Oh, jetzt fliegen wir da mal genüsslich hin und ich sehe sie schon. Echt? Jo, fliegt mal ein bisschen langsam. Ja, da kommt sie ran. Jo, die USS Earth 1. Hübsches Schiffchen. Was hast du denn dafür genommen? Eine Galaxy? Ja, wirst du gleich sehen. Ja, ich bin noch zu weit weg. Ja, komm mal ran. Dann kannst du die schön aufnehmen. Ach, ein Dreadnought. Genau. Oh. Der Galaxy-Klasse. Genau. Mhm. Gut, dann darfst du mal klicken und die rufen. Machen wir doch. Hier, Commander Pierce auf der USS Earth 1. Admiral, Surak, wir haben Sie hier nicht erwartet. Weshalb sind Sie hier, Sir? Ich muss dringend mit Captain Lexley sprechen. Captain Lexley ist zusammen mit den anderen Delegierten auf der Konferenz, Sir. Zurzeit habe ich das Kommando über die USS Earth 1. Bitte nennen Sie mir den Grund für Ihr Erscheinen hier, Sir. Der Präsident ist in großer Gefahr. Du berichtest kurz.
Wir müssen sofort dort alle rausbeamen. So würden wir unseren Attentäter warnen, Commander. Wir müssen sie stellen. Verstehe, Sir. Was schlagen Sie vor? Ist hier vor kurzem ein Frachter angekommen? Mehrere, Sir. Wie Sie sehen, sind einige Frachter hier, die Waren für die Verhandlungen bringen. Wir müssen unbedingt den Frachter mit den Attentätern finden. Verstehe, Sir. Da müssen Sie wohl alle Frachter kennen. Wir halten uns bereit, damit wir den Frachter der Attentäter zusammen bekämpfen können, Admiral. Einverstanden. Unterrichten Sie die IKS Kronos hiervon, damit sie uns unterstützt. Verstanden, Sir. Wir erfassen auch für den Fall, dass Gefahr droht, alle Delegierten. Wir unterstützen Sie, Admiral. Wir greifen mit ein, sobald Sie den Frachter ausfindig gemacht haben, Sir. Piers Ende, scannen Sie alle Frachter. Sehr gut. Halten Sie sich bereit. Gut, ich nehme dann mal die hinteren Frachter. Okay. Sind ja hier einige. Stimmt allerdings, ja. Frachter scannen. Zwei Alrenas kommen gerade hier an. Da haben wir vier. Ah. Haben wir ja alle. Ne? Auf keinem der Frachter sind Bomben oder Kalasjana zu erkennen, Sir. Einer der Frachter aktiviert seinen Antrieb und will das System verlassen. Vielleicht ist das der Frachter, den wir suchen, Sir. Wie lauten Ihre Befehle? Scannen Sie den letzten Frachter. Frachter abfangen und scannen. Phaserbänke bereit machen. Jup, das kannst du schon mal da machen. Mhm. Sir, wir haben die Attentäter gefunden. Der Frachter greift uns an. Wie lauten Ihre Befehle? Zerstören Sie den Frachter. Feuer erwidern! Genau. Ja, jetzt sind zwei, ja, weil wir zu doppelt spielen. Ah. Ja. Das sollte jetzt wohl keine große Hürde sein. Nein. Oh, ich hab gerade mal jemanden aussehen. Alter, ich sehe nichts, ist alles voll hell. Wie schön, dass uns die anderen unterstützen. Ja, ne? Nur sehe ich davon überhaupt nichts. Hier ist alles. Ah, ich bin wahrscheinlich wieder zu nah am Planeten. Ah. Ja. Ja, der Effekt kommt dann, dieser planetarische. Leider. Ah, jetzt haben wir auch noch zwei USS Earthworn. Sir, der Frachter ist zerstört. Ich frage mich. Achso, das musst du sagen. Ja, Sir, der Frachter ist zerstört. Ich frage mich nur, wo. Sir, ihm enttarnen sich drei Warbirds. Sie rufen uns einmal. Wie auf Stichwort. Gut auf den Schirm. Ich bin Commander Levar vom Tashia. Ich kann nicht zulassen, dass Sie unsere Operation weiterhin stören. Sie sind unerlaubt in Föderationsgebiet eingedrungen. Ziehen Sie sich sofort zurück. Das hätten Sie gerne, aber diesen Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Eher werden Sie alle sterben, Levar Ende. Ich denke eher, dass Sie sterben werden. Wie lauten Ihre Befehle? Vernichten Sie die romanischen Warbirds. Angriffsflotte bereit machen zum Feuern. Oh Gott. Da sind sie schon. So, jetzt hauen wir mal einiges hier raus. Wow. Die halten mich aber hier ganz schön in ihrem Traktorstall fest. Ja? Ja. Oh, oh. Kommst du klar? Ja, noch ja. Lol. Okay, einer weniger. Genau. Der zweite. Kommt gleich. Er ist schon geplatzt. Sehr schön. Jetzt noch die letzten hier. Scheiße, ich bin zu weit weg. Naja. Oh ja, die Romulaner müssen ja auch noch mal zu Wort kommen. Ja. Ne? So, den. Sir, die Romulaner sind nun vernichtet. Ich hab noch nicht den. Ich hab jetzt auch okay. Ja, ich mach schon. Wir sollten hinunterbeamen und die Delegation retten. Stimmt, wir sollten schnell handeln. Öffnen Sie einen Kanal. Gulde Makai, können Sie mich hören? Bitte, weiter. Ja, Admiral, ich kann Sie hören. Das war ein großartiger Kampf. Sir, es sind weitere Schiffe in das System eingedrungen. Es sind Schiffe des wahren Weges. Haben Sie das gehört, Gulde Makai?
Ja, habe ich. Unsere Sensoren haben diese Schiffe auch erfasst. Ich schlage vor, dass sie runterbeamen und die Delegierten retten. Ich kümmere mich indessen um die nahenden Schiffe. Einverstanden. Sir, wir werden von der USS One gerufen. Auf den Schirm. Sir, hier Commander Pierce. Ich habe Captain Lexley von allem unterrichtet. Sie erwartet Sie im Transporterraum des Konferenzkomplexes. Da sie für die Sicherheit des Präsidenten die Verantwortung trägt, sollten Sie mit ihr das weitere Vorgehen besprechen, Admiral. Pierce, Ende. Habe verstanden, Commander. Sir, wir lauten Ihre Befehle. Außenteam soll sich bereit machen. Genau. Zur Konferenz beamen, genau. Ja. So, ich nehme ja die beiden mit, genau. Gut.